Die translationale Plattform des CEGAT bringt Erkenntnisse der Grundlagenforschung in die Klinik, um neue Therapien zu entwickeln. Ein Anwendungsgebiet sind zum Beispiel präventive Maßnahmen, die vor Verlust der Nierenfunktion schützen. Im Alter kommt es häufig zu Verengungen der Herzkranzgefäße. Diese koronare Herzkrankheit führt im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt. Eine Bypass-Operation kann dem entgegenwirken, doch als Folge eines solchen Eingriffs kommt es vor allem bei älteren Patienten häufig zum Verlust der Nierenfunktion. Nach der Operation kann oft nur eine chronische Dialysebehandlung helfen. Dies bedeutet für den Patienten nicht nur eine starke Einschränkung der Lebensqualität, sondern auch eine sinkende Lebenserwartung. Um die notwendige Entwicklung von neuen Therapien und präventiven Maßnahmen zu fördern, überführt die translationale Plattform des Exzellenzclusters CEGAT die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung systematisch in die klinische Anwendung. Beispielsweise zeigen Studien der CEGAT-Grundlagenforscher, dass eine Reduktion der Kalorienaufnahme bei Modellorganismen wie der Fruchtfliege oder dem Fadenwurm die Stressresistenz von Zellen erhöht und damit Organe vor schädigenden Reizen schützt. Diese Erkenntnis findet mit Hilfe der translationalen Plattform direkte Anwendung in der Klinik, mit dem Ziel, die Nierenfunktion des Bypass-Patienten zu schützen. So erhalten Bypass-Patienten im Rahmen einer klinischen Studie der Uniklinik Köln vor ihrer Operation eine spezielle Diät. Damit wird versucht, ein Nierenversagen vorsorglich zu verhindern. Und der Patient kann auch nach der Operation mit einer möglichst hohen Lebensqualität rechnen. Neben neuen Erkenntnissen entstehen bei solchen Prozessen auch neue Fragen. Diese werden von der Klinik zurück an die Grundlagenforscher übergeben, die dann wiederum Antworten auf molekularer Ebene finden. Die sogenannten Navigatoren der translationalen Plattform koordinieren diesen systematischen Kreislauf. Effiziente Kommunikation zwischen Forschung und Praxis ist essentiell, um Perspektiven für lebenserhaltende Therapien zu schaffen.